Ja, ich bin noch nicht ganz sortiert, so ein Wechselbad der Gefühle. Mit dem glücklichen Ende für uns, aber auch schon auf dem Platz gesagt, es ist ein schmaler Grat, genauso gut, wenn wir auch auf der anderen Seite stehen können. Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit und die Anfangsphase der zweiten Halbzeit, wo Braunschweig zwei, dreimal die Chance zum 3:0 hatte, haben wir aber eine tolle Moral bewiesen. Die Mannschaft hat sich zurückgefaltet, hat sich nie aufgegeben. Ja, und dann haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, haben dann wieder den Ausgleich kassiert und konnten trotzdem nochmal nachlegen. Deswegen ein Kompliment an die Mannschaft und ja, auch ein Kompliment an unsere Zuschauer, die erste Halbzeit trotz eines 0:2 Rückstandes die Mannschaft immer weiter angefeuert haben, nie den Glauben verloren haben. Und ich denke, das hat der Mannschaft auch den nötigen Rest der Kraft gegeben, die wir auch heute gebraucht haben. Vielen Dank, Herr Mörlaus. Herr Müller, Ihr Kommentar zum Spiel? Ja, wir haben grundsätzlich gewusst, dass Union eine spielstarke Mannschaft ist, die auch was tun wollten, um den relativ schlechten Start da nicht noch weiter negativ auszubauen. Und ich denke, wir haben es gut im Griff gehabt. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr kompakt gestanden. Wir haben immer wieder auch Situationen nach vorne geschaffen. Wir haben zwei schöne Tore gemacht. Das erste sicherlich auch eingeleitet durch einen Fehler, aber trotzdem gute Aktionen gehabt. Hätten auch da vielleicht schon noch ein Bonus erzielen können. Und wie bereits gesagt, Anfang der zweiten Halbzeit haben wir auch noch unsere Chance aufs 3:0. Sicherlich gehabt und haben es nicht gemacht. Und dann haben wir, obwohl wir grundsätzlich hinten mit 3 gegen 2 Stürmer gespielt haben, zweimal 1 gegen 1 Situationen zugelassen, haben uns dann auch in dieser 1 gegen 1 Situation noch einfach ausspielen lassen. Ja, im Grunde mit dem dritten 3 Abwehrfehler fabriziert und den Gegner so oder geholfen, den Gegner so wieder ins Spiel zu bringen. Tor. Der Freistoß war natürlich sehr gut geschossen, da kann man, sowas kommt dann halt noch dazu. Von unserer Seite oder von meiner Seite denke ich, dass es nicht einfach ist, mit solchen Situationen immer wieder fertig zu werden, weil wir ja nun schon 4 Spiele letztlich erfolglos sind, das muss man ganz klar sagen. Ich denke trotzdem, dass die Mannschaft insgesamt gute Aktionen hatte, dass sie großen Kampfgeist gezeigt hatte, dass sie wollte, dass sie immer noch auf dem Wege ist, dass sie immer noch funktioniert und dass sie auch auf dem Wege ist, bestimmte Dinge da wirklich zu verbessern. Es ist einfach schade, dass immer wieder durch individuelle Fehler da dann letztlich das, was wir uns erarbeiten, nicht in der Feuch umschlägt. Ich kann nur sagen, wir müssen weitermachen, weil der Weg grundsätzlich ist okay. Den können wir auch nicht wesentlich mehr ändern. Ich möchte auch nochmal sagen, weil jetzt nach dem Spiel doch ein Großteil der Zuschauer, sehr, sehr viele, die Mannschaft wirklich noch wohlwollend verabschiedet haben mit Applaus auch, und weil wir alle jetzt hier doch einen kleinen Teil der Fans hören, die die Dinge anders sehen. Und wir auch letztlich als Mannschaft nichts dagegen machen können, weil wir halt nicht gepunktet haben, weil wir halt noch einige Spiele verloren haben. Das ist genauso schade. Ich möchte aber auch sagen, weil jetzt auch diese Rufe Präsidium und so da schon wieder da sind, das Präsidium hat mit dieser sportlichen Situation wenig zu tun. Die Mannschaft ist von mir zusammengestellt nach den Möglichkeiten, die da sind. Ja, und die Spieler sind letztlich von mir auch vorgeschlagen. Und insofern denke ich, wenn man hier einen Schuldigen sucht, dann muss man nicht jetzt in dieser Situation beim Präsidium des Vereins anfangen, sondern woanders. Ich glaube trotzdem, dass wir den Kopf noch nicht in den Sand stecken müssen, wie es so schön heißt in der Phase, sondern dass wir nach wie vor erhobenen Hauptes
auch zum nächsten Spiel fahren können. Und wir werden es tun. Und wir werden auch dafür suchen, nach den Karren umzukippen und wirklich mal was mitzubringen. Auch wenn wir zum Spitzenreiter fahren müssen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Böhmann. Falls Sie Fragen an die beiden Trainer haben, würde ich Sie bitten, die ins Mikro zu stellen. Herr Böhmann, Sie haben eben selber gesagt, mit drei Fehlern Ihrer Abwehr haben Sie den Gegner im Prinzip eingeladen, ins Spiel zurückzukommen, ihn aufgebaut und auf die Siegerstraße gebracht. Das ist ja zwei Fragen zu. Die eine ist grundsätzlich, reicht die Qualität des Kaders, den Sie jetzt haben, bei einer Leistung 2-0 zu Hause führen, eigentlich die beste erste Halbzeit dieser Saison gespielt und man geht dann mit 5 Toren in der zweiten Halbzeit ja, regelrecht unter. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn Sie nachlegen könnten oder dürften, würden Sie das jetzt noch sofort tun, dann glauben Sie auch eher, dass Sie ein Abwehrproblem als ein Sturmproblem haben. Ja, bis vor zwei Tagen haben alle erzählt, wir müssen unbedingt Stürmer haben. Heute kommen andere Fragen auch wieder. Ich denke, wenn wir so spielen oder wenn wir in bestimmten Bereichen so spielen wie heute, dann haben wir nicht die Qualität, um letztlich sagen zu können, wir werden souverän das Ziel schaffen. Da müssen wir noch sehr viel arbeiten. Aber ich bin überzeugt, dass die Spieler, und sie haben es ja auch schon gezeigt, jeder hat schon individuell gezeigt, dass er stärker ist und dass er besser agieren kann und dass er auch Zweikampfsituationen gewinnt und dass er nicht sich so leichter ausspielen lässt. Und insofern denke ich, dass wir Vertrauen haben, oder ich zumindest, Vertrauen haben muss zu den Leuten, die wir geholt haben und denen ich auch eine bestimmte Qualität zutraue. Zumindest die Qualität, um die Zielsetzung hier zu erfüllen. Und wir können auch nicht groß anders agieren. Wir können nicht komplett alles umschmeißen. Ja, und wir wollen das auch nicht. Sondern wir wollen einfach mit Vertrauen mit diesen Leuten weiterarbeiten. Und ich hoffe, dass das auch sehr schnell in Erfolg umschlägt. Haben Sie weitere Fragen?